vor ziemlich genau 30 Jahren habe ich schon angefangen, mich mit ökologischem Bauen zu beschäftigen. Dass ich praktisch mit meiner Umwelt auf eine bestimmte Art und Weise umgehe, die bewusst ist. Wenn wir es mit Privatkunden zu tun haben, selbst wenn wir es mit Wohnungsbaugesellschaften zu tun haben, ist es ja selten der Fall, dass wir nur rein über das Technische sprechen. Und dann kommen wir eher in andere Bereiche rein, dass man eher Dinge dann mit dem Bauherrn erörtert, die ihm so auf der emotionalen Ebene auf dem Herzen liegen. Die meisten würden mir zustimmen, wenn man sagt, dass man in einer von natürlichen Baustoffen geschaffenen Umwelt sich wesentlich angenehmer fühlt und angenehmer leben kann, als in einer Umwelt, die durchgehend von künstlichen Baustoffen geschaffen worden ist. Als allererstes würde ich immer sagen, ein Naturfaserdämmstoff hat einfach viel mehr Funktionen als ein Kunstfaserdämmstoff. Das ist ja der Unterschied, als wenn du einen Wollpullover anhast oder du hast irgendwie einen Polyesterpullover an. Wir bieten grundsätzlich das gesamte Spektrum an, vom Dämmen der Dächer über Dämmen der Fassaden, Innendämmung bis Kellerdeckendämmung. Die Maschinentechnik ist deutlich besser geworden, als sie noch vor Jahren war. Die Jungs sind deutlich besser, als sie noch vor Jahren waren. Also wir können bei größeren Objekten auch einen deutlich günstigeren Preis erzielen, als es zum Beispiel Mineralwolle kann. Und das alles zusammengenommen führt wieder zu dem Schluss, dass ich sagen muss, es gibt eigentlich keine Alternative. Für mich gibt es zu den Baustoffen keine Alternative.